Solarmodule enthalten zum Beispiel Schwermetalle wie Blei, Cadmium und Quecksilber. Während des Betriebs sickern diese in den Boden und verdampfen in die Atmosphäre. Abfälle aus Solarzellen sind 300 Mal giftiger als Atommüll und müssen speziell entsorgt werden. Da dies jedoch mehr kostet als die Produktion, beschloss man, sich nicht darum zu kümmern und die gebrauchten Solarmodule auf Mülldeponien in armen Ländern zu entsorgen. Bis heute gibt es in keinem einzigen Land der Welt Vorschriften für ihre Entsorgung. Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge werden bis 2030 weltweit bis zu 8 Millionen Tonnen grüne Abfälle anfallen und bis 2050 werden diese Mengen auf 80 Millionen Tonnen ansteigen. Stellen wir uns einmal vor, wie diese Zahlen steigen würden, wenn wir vollständig auf diese Energiequellen umsteigen würden. Werden diese Berechnungen durchgeführt und in den Berichten veröffentlicht? Und wird dieses Thema auf den Klimakonferenzen überhaupt behandelt? Wie Sie sehen, das verschlimmert die Umweltsituation umso mehr. Und das ist nur die Spitze eines Eisbergs, den wir genauer untersuchen müssen.